begrüße euch zu unserem Bausatz Gehäuse zusammenbauen. Haben wir natürlich die ganze Sache hier wunderbar gemacht und jetzt müssen wir noch das Gehäuse zusammensetzen, für das wir dann unseren Raumsensor bekommen. Das ist manchmal nicht ganz einfach, darum zeige ich euch das. Also wir haben hier, das ist alles mit Laser ausgeschnitten, das ist flexibles Holz hier. Ihr seht, dass das federt ein bisschen. Gut schauen, ihr habt den Sensor, wenn ihr anlässt, dass ihr vielleicht etwa 50% Luftfeuchtigkeit habt, wenn ihr das zusammenbaut. Weil das Holz ist schon flexibel hier. Am Mai herausgefunden, wenn es so ganz, ganz trocken ist, wenn ihr das macht, dann ist das extrem spröde hier und dann kann es also geben, dass es dann hier ein bisschen reisst. Darum bitte ich euch sehr vorsichtig, das zu machen. Wenn irgendetwas von dieser Verzahnung hier nicht würde passen auf Anhieb, tut es nicht reindrücken oder so, dann nehmt ihr lieber ein Japanmesser und schneidet vielleicht ein Holzspänchen oder etwas, das noch überstehen würde, ab, anstatt dass das kaputt macht. Gut, für das wir dann zusammensetzen können, können wir als erstes hier die Füße rein tun und die können wir also mit dem Zeigefinger da hier immer gegen die Mitte. Ja. Es gibt ja dann im Prinzip durch den Fuß, wenn es steht. Dann kann man es so anschauen, ob es stimmt. Die Füße schauen gegen raus. Sieht ihr dann etwa so aus. He? Dann habt ihr das. Gut. Was ich noch in der Zwischenzeit habe gemacht habe, ist ja hier noch den Schalter reingeschraubt. Das könnt ihr also selber gut. Das ist einfach hier Schraubli. Dann wäre es das. Wichtig ist noch, wir haben ja noch das Netzteil. Dafür haben wir hier unten ein grosses Loch gemacht. Und das hier mal einführen. Dann kommen also dann hier eingesteckt. Ich habe jetzt mein Netzteil nicht eingesteckt, dass es nicht läuft. Das ist im Moment nicht angelassen. Dann machen wir das machen ohne Strom. Im Fall, wenn ein Kabel zusammenkommt und irgendein Kurz oder so, dann wäre schon plötzlich wäre es dann gerade kaputt. Gut, für das wir jetzt das machen können, schaut ihr da hier die Kabel schauen, die, wenn die da so in einem schönen Bogen aufstehen hier, das geht nicht. Die müssen ein bisschen abgedrückt werden, sonst haben wir da zu wenig Volumen. Gut, also als erstes seht ihr, wir haben hier im Seitenteil haben wir das Loch, wo eigentlich unser Gassensor reinkommt. Ich tue den jetzt mal hier etwa so rein. Tue ihn nicht so rein, weil sonst habt ihr jetzt das Problem, dass die Versahnung herkommt. Und ihr müsst ihn dann biegen. Ich tue ihn ein bisschen drehen. Etwa so. Und dann kann man den hier eigentlich nochmal reindrücken. Dass er da noch etwa sehr gut schaut. So, he? Gut. Dann hätten wir hier noch das Display. Das Display muss mit diesen Zähnchen hier gegen oben sein. Also wenn wir jetzt das anschauen, wäre das dann unten und das oben. Und dann müsst ihr das Zähnchen gegen oben schauen hier. Dann tue ich das so, das ist es auf dem Kopf. Kann man das so reindrücken. Hat hier von allein, da müsst ihr nichts leimen. Und dann hätten wir hier noch den Ultraschallsensor. Der kommt hier unten rein. Müsst ihr auch nicht ganz durchdrücken, könnt ihr da machen, bis es ein bisschen flach ist, wo der hat. Da hätten wir eigentlich alle Teile schon dran. Und dann macht es natürlich auch ganz fest Sinn, dass wir hier mit dem Gassensor anfangen. Das mal hier. Das wäre also so, dass das unger ist und der Ultraschallsensor unger ist, also die Hälfte rein. Kommen wir hier so drauf. Zum Allergäbigsten haben wir herausgefunden, fängt ihr mit dem Boden an. Wenn wir das hier so haben, dann seht ihr, das ist breiter als das Holz. Also müsst ihr auch schauen, dass die Kabel hier ein bisschen flach gedrückt werden, dass wir da ein bisschen wie ein Sandwich haben. Dann würden wir hier mit dem Boden anfangen.
Wir können auf einer Seite hier das rein tun und dann die zweite Seite dazu nehmen. So, und dann können wir schon mal so ein bisschen mit einem festen Griff haben. Ja. Und das Ganze, ihr seht, wenn wir jetzt hier schauen, das passt eigentlich nicht. Aber das Gelenk hier ist elastisch, das heisst, wir können das ein bisschen ziehen und das dann reinhängen. Und genau das gleiche hier hin. Kann man das eigentlich auch hier ein bisschen heben, einfach rein tun. Und das gleiche haben wir hier oben. Wir können dann noch schauen, dass das Kabel ein bisschen reingehen, dass es nicht einklemmt. Ihr seht hier eindeutig, dass das zu kurz ist für da drauf. Aber durch das, dass wir es ein bisschen ziehen können, tut es dann auch gerade einhängen. Und hat Spannung. Jetzt haben wir eigentlich schon die eine Seite zusammen. Schon gäbig kann man es gut haben. Und dann kommen jetzt eigentlich noch der zweite Fuß. Ja. Dann fangen wir auch wieder unten an. Genau gleich. Dann noch ein bisschen rausziehen, dass es passt. So. Was ihr seht, ich tue nichts fest drücken. Es ist ganz fein, wie ich es mache. Hier auch wieder im oberen Teil fein ziehen. Ja. Hängt schon von selber ein. Und dann hätten wir noch hier oben einfach ein bisschen rüber drücken und einhängen. Dann hier noch den Rückenfuß rein. Ich muss schnell schauen, wo ich den habe. Dann wäre ich hier. Es gibt zwei Einstellmöglichkeiten. So, wenn ihr sie so einsteckt, ist er dann beim Stehen etwas schräg gegen den Hinteren. Und wenn ihr sie die jüngeren zwei tut, ist er gerade. Also, ich tue sie jetzt extra mal etwas schräg. Auch da, die brauchen überhaupt kein Leim. Und so wird unser Fertigsensor aussehen. Ich stecke ihn jetzt mal noch ein, dass wir schnell schauen können, wie es etwa aussieht. Ja. Und somit hättet ihr euren Sensor eigentlich fertig zusammengebaut und könnt auch jederzeit hier das Gehäuse wieder auftun, wenn ihr etwas ändern wollt, umstecken, einen anderen Sensor einbauen. Dann sage ich merci vielmals. Und ich wünsche euch viel Spass mit unserem Raumsensor. Hallo zusammen, merci, habt ihr unser Video geschaut. Das ist echt cool. Hier auf dieser Seite würdet ihr Links finden zu unserem Online-Job, zu den Blog-Einträgen, unter anderem wie man so ein Elektro-Drift-Dreieck selber aus einem alten BMX, einem alten Elektro-Velo baut. Und hier wäre es echt cool, wenn ihr den Channel abonnieren könnt. Merci vielmals fürs Schauen, danke, zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.